Schau einfach mal zu mir. Isabella, the bread star. Hallo zusammen, endlich wieder eine 10-Zutaten-Challenge. Hi. Natürlich mit der lieben Hanna von Klein aber lecker. Wir sind hier diesmal im neuen Maggi-Koch-Studio hier in der Frankfurter Innenstadt und ich freue mich total, dass wir hier sind. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Und ich bin sehr gespannt, weil wir kennen die Zutaten wieder mal nicht. Wir wissen nur, es geht um das Thema Resteverwertung. Genau. Und ich würde sagen, packen wir rein. Ja, okay. Aha. Ah, Frühstück. Zwei Brötchen. Mhm. Harte Brötchen. Dann Zucchini. Mhm. Zwei Stück. Mhm. Eine Zwiebel. Joghurt. Das sieht ein bisschen aus wie eine Hundeschüssel. Sieht es halt aus in der Großküche. Ich weiß. Zwei Eier. Paprika. Mhm. Dann noch Pesto Basilico. Dann haben wir noch Ingwer und Zitrone. Haben wir noch einen Tee dazu? Und Gemüsebouillon. Die ist neu, sagst du, ja? Genau. Mhm. Aha, und Bio. Bio ist die, genau. Sehr geil. Natürlichen Zutaten. Super lecker. Würzig, gemüsig und extra viel Gemüse. Klingt gut. Okay, also wir haben zwei Eier. Wir könnten irgendwie so Gemüsepuffer oder sowas machen. Was willst du mit dem Brot machen? Das müssen wir auf jeden Vielleicht Fall irgendwie aufweichen. So als Bindemittel? Ja, ne? Aber auch irgendwie nicht. Irgendwie nicht. Müssen wir beide nehmen oder können wir nur eins nehmen? Ich sag das jetzt mal, also wir können auch nur eins nehmen. Also Zucchini und Paprika raspeln mit Zwiebeln und Ingwer und Eiern und einem eingeweichten Brötchen. Hast du sowas schon mal gemacht? Das hört sich jetzt irgendwie so an, weil... Ja, klar. Also statt Mehl oder was würdest du das dann nehmen zum Anlegen? Statt Semmelbrösel? Statt Semmelbrösel. Also eigentlich könnte man ja auch das alte Brötchen zu Semmelbröseln verarbeiten. Wenn wir das irgendwie ganz fein reiben. Das ist auf jeden Fall eine witzige Idee, das Semmelbrösel draus zu machen. Ja, das stimmt. So ein Pesto, Joghurt, Zitronendip. Stimmt, Pesto haben wir noch. Ingwer. Ingwer. Wir haben kein Fett zum Anbraten. Da müssen wir dann tatsächlich das, weil wenn wir die Puffer anbraten, stimmt, dann müssen wir das Öl hier rausnehmen. Oder im Backofen. Tada! Bling! Okay, dann machen wir es im Backofen. Oh oh, ich bin verantwortlich. Du bist verantwortlich. Okay. Dann mache ich jetzt erstmal den Ofen warm. Du kennst dich damit besser aus. Ich wollte gerade sagen, ich habe auch meistens keine Ahnung, wie er funktioniert, aber... Okay, so, dann wasche ich erstmal ab. Okay, dann schneide ich schon mal die Zwiebeln. Ja, das Gute ist, dass ich nicht weinen muss dabei, weil ich Kontaktlinsen anhab. Das ist echt praktisch. Ja. Mein Lieblingstrick ist immer einen Schluck Wasser in den Mund nehmen. Funktioniert wirklich, wirklich gut, echt. Gerade wenn ich den ganzen Tag über eigentlich Rezepte entwickle oder nach Rezepten koche, ist es abends dann doch mal ganz schön, einfach alles irgendwie zusammenzuwerfen. Aber du hast dann ja auch so ein gutes Gefühl dafür, was passt zusammen. Und dann ist es ja kein Problem mehr. Meistens schon, aber manchmal geht es auch in die Hose. Ja, echt? Aber meistens kann man es irgendwie retten. Genau. Mit einem Dip irgendwie dazu oder, ja, Käse. Ja, Käse geht immer. Käse rettet Käse alles. Alles, ja. Was sind so klassische Reste, die du immer zu Hause hast? Eigentlich meistens Gemüse. Aber es ist bei mir auch so mit Gemüse. Es sind dann oft so große Packungen. Ja. Und ich überschätze mich dann oft. Mache ich das gut? Perfekt. Frau Chefin? Fantastisch, mach ich. Wollen wir irgendwann in den Joghurt-Tipp reinmachen? Ja. Hinten wird gearbeitet, ne? Ja, man hört so, die Spülmaschine läuft. Und hier hast du auch mal gearbeitet eine Zeit lang? Genau, vor dieser großen Renovierung. Hauptsächlich in den Kochkursen, das war immer so mein Lieblingsbereich. Und jetzt machen wir Semmelbrösel selber, so. Ja. Also ich rapp die jetzt einfach hier rein, ja? Genau. Direkt. Ja. Gut. Kommt da was raus? Ja. Kommt aber was raus? Ja. Da kann ich auf jeden Fall sehr lange reiben. Ich glaube, es dauert einen Moment, aber ja. Machen wir den Ingwer hier rein. Du schaffst das. Achso, Zwiebeln müssen auch noch rein. Warte mal, vielleicht. Ja, mach mal, genau. Oh, das sind aber viele. Magst du gern Zwiebeln? Ja. Ja, ich finde sogar bei gerade so gebraten mit so Gemüse ist eigentlich immer ganz gut. Mhm. Schau einfach mal zu mir. Da kann jemand ein extra Portion essen, auf jeden Fall. Was macht ihr mit dem ganzen Essen? Essen. Wenn ihr hier, esst ihr alles auch? Ja. Okay. Das ist also immer ganz cool, gerade wenn man so neue Rezepte ausprobiert. Die Kollegen, die wissen dann schon so, oh, da ist Isabella in der Küche oder Anke, wer auch immer. Ja. Und dann guckt man schon immer so auf die Uhr, okay, wie lange wird es ungefähr dauern? So ab 10:30, 11 sind bei uns dann schon so das Frühstück erstmal verdaut und dann wartet man immer darauf, dass dieser Ruf aus der Küche kommt. Komplette Büro und alle Kollegen gehen dann in die Küche und probieren dann. Und geben dann ihre Bewertung ab. Genau. Wir probieren dann alle und sagen dann so, okay, schmeckt super oder manchmal eben auch nicht. Und sagen dann, oder da fehlt noch irgendwie Bacon oder so. Oder Käse. Und das, die Gemüsebouillon? Die schmeckt halt wirklich nach Gemüse einfach. Also weißt du, wenn du die auch kochst oder irgendwo reingibst, das schmeckt halt nach Gemüse, weil da ist auch wirklich nur Gemüse drin und nichts anderes. Also klar ist da auch Salz und Pfeffer drin und andere Gewürze wie irgendwie Kurkuma-Pulver, aber das schmeckt halt wirklich nach Gemüse und nicht nach irgendwas. Ich glaube, ich hau da jetzt mal Pesto in unseren Dip rein. Ja, hau Pesto rein. Nur, weil wir haben ja auch kein Salz und kein Pfeffer. Und dann machen wir einfach
Hast du einen Tipp? Da haben wir die ganzen Gewürze auch gleich mitgenommen. Wir haben da drin Käse, der ist schon mal salzig. Ja. Wie viel Gemüsebrühe, was denkst du? Soll ich rein tun? Ein Teelöffel reicht schon. Und guck, hier sieht man halt auch schon, da sind total viele Kräuter auch mit drin. Ja. Also. Hey, ich reibe mal noch ein bisschen weiter. Ich glaube, wir können. Ja, wir brauchen ein bisschen mehr. Isabella, the bread star. Du frierst dein Brot immer ein? Ja, ich schneide es in kleine Würfel, tue das in so eine Tüte rein und friere es ein. Und wenn ich dann irgendwann genug Brot gesammelt habe, dann mache ich Semmelknödel draus. Ja, das machst du sehr gut. Wirklich sehr gut machst du das. Sollen wir alibimäßig noch Zitronenschale reinmachen? Ja, lass uns noch ein bisschen Zitronenschale reinreiben. Das ist doch schön. Aber nur ganz wenig, nur so pseudomäßig, okay. Damit es nicht zu intensiv schmeckt. Wir haben es benutzt, fertig. Also ich habe auch den Saft und den Dip. Also ja, du Wahnsinn, wir haben alles verwertet. Zu Hause, wenn ich das auspresse, dann schneide ich die eigentlich dann immer klein, weil da ist ja noch viel Fruchtfleisch eigentlich mit dran. Und dann kann man es einfach in eine Wasserkaraffe noch mit reinschmeißen. Genau, das ist auch genial. So. Okay. Elegant. Einfach ja, mach mal drauf und ich kann dann... Du weißt schon. Okay, ja, okay. Hast du das schon mal gemacht im Backofen? Ja. Echt? Ach so, das ist für mich häufig so ein Faulenzer-Kochen. Weil so in der Pfanne anbraten und so dauert dann doch einen Moment länger. Das dauert dabei echt stehen, ganz schön lang und oft verbrennt es dann auch. Also mir passiert das zu oft, dass es auch außen zu dunkel wird und innen nicht durch ist. Genau. Haben wir gerade schon alle Zutaten jetzt benutzt? Ich glaube schon. Yes! Okay, cool. Dann ist es jetzt nur noch in den Backofen. Ich würde sagen, dass wir das jetzt so für 20 Minuten in den Backofen packen, bei 180 Grad, Ober-Unterhitze, und dann gucken wir mal. Feierabend! Woo! Yay! Und tschüss! Gut, dann probieren wir jetzt. Let's go. Probieren. Ich tunke hier einfach richtig schön ordentlich rein. Oh, schmeckt total gut. Wow! Man schmeckt aber auch die Zitronenschale. Das ist einfach abgefahren gut. Wieso schmeckt denn das so gut? Vor allen Dingen der Dip ist auch so cool, weil er so frisch ist, aber auch sehr würzig durch das Pesto. Das Pesto hat es echt gut rausgenommen. Und Pesto ist auch so ein klassischer Rest eigentlich, ne? So, dass du so ein angebrochenes Pesto angebrochenes Glas. Also ich finde, das ist ein Rezept, das sollte man nachmachen. Auf jeden Fall. Und noch mehr von unseren 10 Zutaten-Challenges findet ihr hier. Schaut ihr euch unbedingt an und abonniert unseren Kanal. Hier könnt ihr den Kanal abonnieren. Wir essen mal weiter, ne? Tschüss. Ja, ich würde auch sagen, wir essen weiter. Ciao. Mega gut. Voll gut.